Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Wir sind hier bei dem Relikt, was ich mir das Part schon mal angeteasert hatte, dass wir da mal hingehen, wenn wir Zeit haben. Und ich war halt praktisch daneben, es war gar nicht so weit weg. Ich würde sagen, wir können jetzt nochmal die Übergabeaufgabe machen, gucken mal, wo wir dabei rauskommen. Und dann nochmal die anderen Relikte holen, die hier sind. Welches Relikt haben wir bekommen? Den Reiher Nummer 13. Okay, haben wir. Und was haben wir aber noch? Okay, das wird schon Nummer 14, wir anscheinend übersehen. Das hat auch das, Handbuch geleuchtet. So, die Aufgabe ist ja direkt hier vorne. Okay, was soll ich hier unbedingt machen? Das macht Aua. Okay, haben wir einen Buggy. Sind wir lange nicht gefahren. So, machen wir natürlich. Checkpoint erreicht, sagt das Spiel. Das war schon mal gut. Irgendwie hat das Auto sich gerade komplett verzogen. Okay, wir wollen hier einfach runterfahren anscheinend. Okay, einfach hier langfahren gefällt mir gut. Au. Okay, das war easy. Trotzdem ist hier nicht, doch jetzt die Aufgabe auch hier. Okay. Muss die erst freischalten, indem ich da was hinliefere. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach hier und sammeln den ganzen Quatsch hier ein. Also wir haben jetzt nur noch 4 Relikte und einen Brief plus den Außenposten hier zu tun. Ist die Frage, wie ich da am besten hinkomme, ne? Mit der Straße folge. Ja, kurz vorm Wasser und dann irgendwie lang gucken, ob es geht. Mal gucken. Ich lasse mich überraschen, wie schön das hier zu fahren ist. Hier hätte ich noch hinporten können. Er ist auch nicht sonderlich schnell, ne? Wieso hören die alle so bei 50 mph, ne, km/h auf? Oder? Sind das jetzt mph oder km/h? Weil. Ist ja in schwarz geschrieben km/h, aber mph, also gibt es ja keine roten Zahlen für mph. Keine Ahnung, was das dabei denkt. Wahrscheinlich gar nichts. So, dann haben wir noch einen Außenposten hier, wo wir dann ein paar Missionen bekommen werden wahrscheinlich. Also ich denke mal mindestens eine. Ich glaube, hatten wir bisher einen, wo wir keine Mission bekommen haben. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, das führt mich da auch hin, wo ich hin möchte. Das sieht so aus. Ich glaube, den habe ich auch von dem einen Aussichtspunkt gesehen hier, den Tempel. Kommt mir das bekannt vor. Wer bist du? Du bist auch Aloy. Okay. Danke für das Relikt. Das wird schon mal 13, sehr wichtiges. Uns fehlen nur noch 26 Relikte. Das sind gar nicht mehr so viele. Das ist 23, wenn wir hier fertig sind. Okay, ist über uns. Ich hätte gedacht, es ist unter uns, aber gut. Okay, auf diesen Berg rauf. Was haben wir hier noch? Eins da, eins da. Okay. Das ist wahrscheinlich das Klügste, einfach den Berg hochzufahren. Würde ich tippen. Und am besten nicht irgendwie viel zu weit das Auto irgendwann anders hinlenken lassen, sondern auch aufpassen, dass es auch wirklich streng fährt, wie du möchtest. Führt mir das hier hoch? Sieht so aus im ersten Moment. Ja, das ist eigentlich so für zu Fuß gedacht hier. Wenn nicht für das Auto. Ich meine, es funktioniert. So für den Buggy, aber nicht optimal, würde ich mal behaupten. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie die Kurve zu spät sehe und dann runterfalle. So wie hier. Das ist wirklich Mist. Oh. Ah, hier ist ja der Weg. Okay, gut. Buggy weg. Jetzt können wir zu Fuß laufen. Heilen uns nochmal kurz. Wir haben ja mehr als genug HP
Syringes. Und daher ist das ja kein Problem. Einmal hier hoch. Einmal hier hoch. Und dann bitte einmal gucken, ob es hier... Okay, das war doch ein Buggy. Palani. Aloe. Hibiskus. Palani. Keulenlilie. Oder Denner war, glaube ich, auch noch. Haben wir das gemacht. Dann haben wir den Reihe 28. 25 Dinger. Das Teil ist hier unten. So, ich fliege nochmal da hinten hin. Scheint ja Wasser zu sein, kann ich auch im Wasser landen, ne? Ich würde trotzdem, glaube ich, den Fallschirm einmal gehen vorher. Okay, interessant. Die haben da Spaß. Ja, entspann dich, Spiel. Und direkt ein Krokodilmund, würde ich hoffen. Okay, ich dachte, ich sterbe jetzt. Ziemlich nicht. Das geht doch auch gut. Hai Nummer 29. Okay, Hai fehlen uns noch 5. Wildschweine, wir fangen erstmal oben an. Spinnen. 1, 2, 3, 4 sehe ich. 5, 6, 7. 7 Spinnen. 1, 2, 3, 4, 5 Haie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wildschweine. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reiher. Ja. Ich habe schon komplett vergessen, was bei allen ist. Aber es sind nicht mehr so viele. Und ja, maximal ist noch... Hier, 24 waren es, glaube ich, oder? Ich glaube, 25 waren es beim letzten. So, da haben wir noch einen über. Nämlich den hier vorne. Ich würde sagen, können wir kurz das, durch das Dörfchen da gehen. Wir sind auf eine Statue. Okay, interessant. Warum denn nicht? Sieht doch schön aus. Okay, jetzt müssen wir hier hoch. Hallo, Freunde. Die kann ich hier einfach so nach einer töten mit einem Kettenattentat, oder? Hm. Das ist irgendwie komisch, dass er das gesehen hat. Aber ich habe ihn ja so... Also er müsste sich ja direkt umgedreht haben, oder nicht? Ich habe ihn einen getötet und dann bin ich ja direkt zum nächsten hin. Und hatte ihn ja schon gesehen gehabt. Ja, ist klar. Ja, ich bin ganz entspannt. Also ich glaube, das hier scheint irgendwie noch relevant für eine Story zu sein. Also ich glaube, wir müssen hier mal irgendwann was machen. Also für irgendeine Mission was machen. Gehen wir mal hin. So, da vorne ist der Außenpost und ein Brief war, glaube ich, auch irgendwie auf der Seite oder so. Müsste ich leider mal gucken dann. Oh fuck. Schnell. Ich hab gedacht, ich sterbe. Ah, komme ich da irgendwo hoch? Es sieht ehrlich gesagt nicht so aus, oder? Es sieht nicht so aus, wo ich da irgendwie hinkomme. Das heißt, ich muss da wahrscheinlich reinfliegen. Hm. Das ist jetzt doof gelaufen für mich. Wahrscheinlich hätte ich da auch herunterfallen sollen. Aber später ist man immer schlauer. Das ist mäßig optimal. Da ist auch noch was Wasser drin. Hätte ich auch noch holen können, wenigstens. Aber nö. Okay, hinter die Leitplanke besser, damit wir nicht wieder runterrutschen. Wie schafft ihr es eigentlich immer, dass ihr eure ganzen Sachen kaputt macht? Den Rachel passiert sowas eigentlich nicht. Die stehen eigentlich nur mit einer Motorschaden. Ich ziehe einfach mal direkt den Fallschirm. Nö. Ich dachte, ich sterbe. Genau, also ich stehe nur mit Motorschaden an dem Straßenrand und nicht so wie die hier. Dass halt deren Autos auf dem Kopf liegen und brennen.
Ah, hallo? Mein Fähigkeitspunkt, endlich. Ja gut, das brauche ich nicht mehr, aber ich habe wieder einen. Wusste ich natürlich. Stabilität des Bogen. Ja, super. Und dann noch Pfeil verschießen. Spinne 25 haben wir. Ah, okay. Das ist geil. Der Weg, wie man überhaupt rein soll. Man soll hier reinfallen. Und dann kann man hier rausgehen. Oder machst du wie ich und machst andersrum und fliegt hier einfach rein. Beziehungsweise drauf. Ich wollte eigentlich nach rechts lenken, das spielst du wie auch ein Quatsch, warum denn? Ich weiß so ehrlich gesagt gar nicht, wie lange die Story hier noch geht. Also ich habe also gar kein Ende mehr dran. Also ich meine, Riley soll ja tot sein. Ich glaube, der ist gar nicht tot. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Wir müssen auf die Seite. Schlecht. Aber ich glaube, oben können wir rübergehen. Genau, und ich meine, den müssen wir immer noch retten. Aber es kann natürlich auch sein, dass er tot ist. Und das, was ich nun habe, war entweder vom Intro noch oder man halluziniert nochmal. Aber ich meine, er lebt vielleicht noch. Okay, ich glaube, hier muss man mal mit irgendeinem Rennen langfahren. Aber ja, Rennen sehe ich jetzt aktuell nicht so wirklich, dass ich die noch mache, weil ich finde die jetzt nicht so spannend. Man kriegt auch nichts Sinnvolles dafür. Muss man Munition kaufen, wie Sniper. Ich habe schon 9 Schuss weniger. Was ein ganzes Magazin. Na gut, ich bin auch sehr viel am Rumwuseln und habe lange nichts gemacht, ne? Muss überlegen, wie ich die ganzen Parts dann nenne. Okay. Gut, ich find's super, dass man einfach da reinfallen kann. Und an der Stelle dann kann, wo man stirbt. Was sind wir jetzt schon wieder? Aber was wurde alles zurückgesetzt? Okay, nur... Also eigentlich gar nichts. Okay, dann gehe ich einfach hier hinten hin. Zum Camp Echo. Also die Camps sind irgendwie... Schnellreisepunkte? Okay, hier haben wir keine Automaten drin. Also ich glaube, bei Camps haben wir allgemein keine. Aber es sind einfach Schnellreisepunkte, die wir aber irgendwie einfach so haben und nicht durch irgendwelche Sachen. Also ich weiß ja nicht, wieso wir den haben. Wo bist du? Hier hinter. Ich wollte gerade schon sagen, bist du, schon im Untergrund? Hallo Freunde, alles gut. Ja, ist die Frage, ob ich denen das auch wegnehmen könnte oder ob die mich dann einfach töten. Okay, wir fahren jetzt einfach dahin und dann nicht über die Straße, sondern hier lang. Na, Alarm sich schon mal. Meh. Ich habe wirklich erwartet, dass ich beide töte, aber dann rutsche ich immer vom Berg runter. Sorry. So, jetzt mache ich am besten genau das gleiche nochmal sterben einfach. Okay, ich hätte da glaube ich runterklettern können. Ah, hier ist noch einer. Bis mal, hier ist der die Suche. Von der DP nochmal bekommen. Hayatos vierter Brief. An Oberst Imadadaichi. Sie wollten mich sabotieren, doch haben Sie sicher nicht damit gerechnet, dass ich stattdessen Sie sabotiere. Wenn Sie das hier lesen, habe ich bereits die infizierten Tiere aus dem Kyoken-Labor freigesetzt und in den Tenka-Generatoren eine Überhitzung verursacht. Und wenn die kaiserliche japanische Armee hier eintrifft, um zu sehen, was passiert ist, wird sich die Wahrheit nicht länger verstecken lassen und ich werde zum Helden des Kaiserreichs. Ich wünsche nur, ich könnte ihren Gesichtsausdruck sehen, wenn man sie verhaftet, wenn man ihnen den Rang aberkennt und ihre gedemütigte Familie auf die Straße treibt. Vergessen Sie nicht, dass Sie es selbst so zu schreiben haben. Dr. Koga Hayato. Okay. Das heißt, er ist tatsächlich wirklich sabotiert und wurde dafür einfach hingerichtet. Und die haben wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass deren Chef tot ist, weil der ja wahrscheinlich von der Atombombe... ja, erledigt wurde. Und das liegt halt an dem einen anderen Briefschreiber von dem Funker. Also ich kann mir vorstellen, dass die das dann dadurch mitbekommen hätten und sich das alles gelöst hätte, aber der antwortet halt keiner, weil
sie einfach keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben, weil die Funkgeräte zerstört wurden. Also alles ziemlich blöd gelaufen für die. Okay, ich sehe 3, 4. Ne, ich sehe 2 kleine und 2 große. Okay. Dann sehe ich da noch einen Funkmasten. Okay, das ist echt schlecht gelaufen. Ich wollte die Knife, aber es ging mal wieder nicht. Au. Ich dachte, ich werde schwer umgeschmissen. Okay, noch ein Decken getötet, das ist nice. Mein Freund, ich jage dich. Muss nachladen, aber nicht so dringend. Und joink. Ja, das ist nicht optimal. Wie gesagt, ich wollte den Typ da drin direkt töten, aber hey, ich hatte nicht den Marker dafür, dass ich ihn auch wirklich ausschalten konnte. Und dann habe ich ihn natürlich nur geschlagen. Und dann haben es natürlich alle mitbekommen, wo er nicht mal geschrien hat. Immer schwierig sowas. Das mag ich halt nicht in Stealth spielen, wenn es dann halt so random ist, ob man die jetzt wirklich damit ausschaltet oder ob sie dich hören. Das Ding ist wahrscheinlich hier drin. Oder ist das oben? Ich hab's nicht gesehen. Okay, es ist hier drin. Cool. Eine neue Memory Card. Kann noch Munition auffüllen. Können wir mal Schrott verkaufen. Und wir haben schon jetzt mit viel Geld. LSD 25 Folgen. Diese neuen Talente aus Kambodscha haben sich bereits bezahlt gemacht. Sie haben die nötige Ausrüstung und kennen sichere Methoden, um LSD aus Mutterkorn und Lysergsäure herzustellen. Vertrieben werden die LSD-Tabletten mit der Post. Dazu ist anzumerken, dass die Herstellung sich wegen des kleinen Marktes zurzeit nicht rechnet. Allerdings wären wir für den Fall vorbereitet, dass diese Droge plötzlich wieder populär wird. Okay. Okay, das war auch die, die uns gefehlt hat. Dann haben wir jetzt noch 4 dazwischen. Und könnten jetzt noch die LMGs mit Farben ausstatten. Dann haben wir noch das PKM. Oh, Oldschool, das klingt schon mal cool. So, anwenden, genau. Dann haben wir das hier und dann können wir das MKG auch noch kaufen. Beziehungsweise hier können wir erstmal den Quatsch kaufen noch. Das schafft es mir natürlich rauf. Okay, die habe ich schon alle. Gut, das heißt, Granatwerfer, fertig. LMG ist fertig. Faustwaffen, fertig. Spezielles haben wir auch fertig. Konsumartikel, Körperpanzer können wir nochmal kaufen. Karten haben wir fertig. Nahkampfwaffen haben wir aktuell auch. Die kann ich auch nicht anpassen, leider. Ne, ich wollte nicht komplett rausgehen. Ich wollte nur einen Schritt zurückgehen. Einzigartige Waffen haben wir aktuell auch alle, die wir haben können, oder? Ja, haben wir. Dann LMG Scharfschützengewehre. Anpassen. Lackierung. So, würde ich sagen, 2,5 reicht erstmal oder haben wir hierfür schon was gekauft? Moment mal anpassen. Das haben wir schon alles. Ne, du sollst das hier anbringen. Meine Güte. Zwei Portziffernrohr. Und ja gut, dann kaufen wir das schon mal. Und das letzte dafür ist dann die Waffe an sich. Und hier hat die Urwald drauf, glaube ich. Oder Dschungel? Ich glaube Dschungel hat hier drauf, genau. So, dann haben wir Sturmgewehre noch einiges zu tun. Schrotflinten haben wir, glaube ich, fertig. Ne, Schrupp haben wir noch nicht fertig. Für das ist besser. Okay, ich das vielleicht mal vorher machen soll. Gut,
Klingt erstmal machbar alles. Das heißt, wir haben hier noch eine Aufgabe, die machen wir beim nächsten Mal. Ja, genau. Dann haben wir beim nächsten Mal noch offen die Mission machen und dann vermutlich mal nach hier unten gehen. Der Stützpunkt, okay. Wahrscheinlich kriegen wir den, wenn wir das hier freischalten oder so. Also wie gesagt, Mission hier machen, dann mit dem Gebiet hier anfangen. Wahrscheinlich dann das Gebiet doch erstmal machen, weil er so wie sinniger für mich erscheint. Dann das hier und dann das hier und dann die Mission machen. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.